Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, ich bin hier in Hogsmeade. Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ehrliche Es Arbeit wäre hat auch dich hier schön, hingebracht. wenn er wirklich anfangen würde, wenn ich da auf Anfangen klicke. Hallo? Achso. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir wohl bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir, hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich! Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Ist fertig. Der sieht ja mal geil aus. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Ranrok jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden niemals gleich sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Was geht jetzt ab? Bringen wir es. Das wirst du noch verraten. Oh, das wird uns heilen. Ich kenne das.
Ihr seid hier. Nein. Ringo. Nein, was macht ihr jetzt? Du Idiot! Das sollst du nicht machen! Schau mal nach oben! An deinem Ja! Hast du doch zu mir gewechselt? Ja, für ihn wollte ich das haben. Du falsche Seite. Zögerst du das Unvermeidliche hinaus? Bombardier! Ja. Dass du etwas wie einen Angriff sagst. Bombarda! Wie super! Wenn der Typ nicht daneben stehen würde, ne? Ich auch nicht. Ist das alles, was wir heutzutage in der Schule lernen? Und den Sektor! Bombarda! Kämpfen für mich! Ringo! Diese Rechenbar! Ich bin nicht für dich! Ringo! Nichts da! Ich glaube nicht! Stupa! Hallo, ich hab den gerade getötet. Ich hab den gerade mit Avada Kedavra getötet. Danach ist er verschwunden. Hä? Was war das denn? Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Stimmt, da war ja auch noch was. Oje, oje. Also ich sag euch auch schon mal eins vorweg, weil ich hatte ja nicht viel Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu sagen jetzt gerade. Oder zwei Sachen vorweg. Zum einen, es tut mir leid, dass ich heute eine sehr quietschige Stimme habe. Okay, ja, kein Thema. Schwebt mal hier rum. Aber es ist noch sehr, sehr, sehr früh am Morgen. Und ja, da hört sich meine Stimme nun mal leider so an. Zudem muss ich dazu sagen, dass es im Moment wieder schlimmer wird mit meinem Hals, also stimmlich halt. Entsprechend, ja, ist meine Stimme nicht ganz so, wie sie eigentlich sein sollte. Und die andere Sache, bevor ich mich jetzt zum Zielort begebe, kehre zur Kartenkammer zurück. Okay. Die andere Sache ist, ich habe mir das jetzt gesagt, dass ich nur noch, ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht, das Spiel durchspielen werde, bis es einmal sozusagen beendet worden ist. Ich denke, dass das irgendwie mit einem Hauspokal oder sowas dann endet generell. Oder mit Beendigung der Prüfung, ich weiß es nicht, vielleicht auch beides gleichzeitig. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich habe ja gesagt, dass ich alle Nebenquests noch aufnehmen möchte und das werde ich auch tun. Aber ich kann mir das, was ich jetzt hier mache mit diesen stundenlangen Besenfliegen und so weiter, kann ich mir nur antun, bis das Spiel wirklich einmal vorbei ist. Und die Nebenquests, da werde ich jetzt nicht stundenlang mit dem Besen rumfliegen, weil da habe ich einfach keine Nerven zu. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir mit dem Spiel durch sind, ich schneide das natürlich immer zurecht, wenn wir mal wieder rausgeflogen sind, dann warte ich darauf, dass die das Update von vor 3 oder 4 Wochen endlich ändern und ein neues Update rausbringen. Aber da die jetzt damit schon 4 Wochen gewartet haben,
weiß ich halt nicht, ob sie es noch machen werden. Ja, andere bringen halt direkt einen Patch raus, 2-3 Tage später, und dann läuft das Spiel wieder. Bei Hogwarts ist es so, die bringen ein paar Wochen nachdem alles super gelaufen ist, ein Patch raus und es funktioniert halt nicht mehr. Ja, es ist sehr, sehr schade. Ich würde euch auch nicht raten, das Spiel im aktuellen Status zu kaufen, weil, wie gesagt, ihr könnt einfach nicht porten. Es ist Glückssache. Es sind vielleicht mal 2% von 100, wo ihr dann porten könnt und ankommt, aber ansonsten fliegt ihr halt immer raus. Und das auch mit aktuellen Gaming-PCs. Was ich für einen Gaming-PC habe, beziehungsweise die einzelnen Bausteine, könnt ihr wie immer in der Beschreibung sehen, wenn ihr das mal mit eurem vergleichen wollt. Und ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Wir sehen uns jetzt am Zielort wieder. So, da sind wir nun. Professor Fig. Victor Rockwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivander mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Tja, er bekam, was er verdient hat. Ja, ich musste mich wehren. Wir sind immer nett heute, ne? Er hätte mich getötet, sobald er das Behältnis gefunden hätte. Ich hatte keine Wahl. Sie haben recht. Sie hatten keine Wahl. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Nun kann es weitergehen. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten. Und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Ja, ihr Erbe liegt in meiner Hand und ich darf nicht laufen. Warum darf ich nicht laufen, Leute? Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Das würden die doch wissen, oder? Wenn hier einer eingebrochen wäre. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen einen Eindring von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Ach, Kobolde. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Geh. Warten Sie, Professor, Sie müssen mir den Weg zeigen. Wenn
solange seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Aber wehe, du machst wieder den Avada Kedavra auf irgendeine so Lutsche hier, ne? Ich wollte mir den eigentlich aufsparen. Wir müssen in der Nähe sein. Renner wird unsere Forschung. Wollte ich gar nicht. Ist hier noch einer? Weiter. Renrock muss hier irgendwo sein. Nur dieser Bohrer trennt uns noch von ihm. Verschieben wir ihn. Genau. Darf ich das auch lernen oder war das nur die Pulso? Auf jeden Fall ist der jetzt am Arsch. Also der Bohrer. Was war das? Hallo, guten Tag. Oh fuck. Ich glaube, ich sollte Vada Kedavra doch holen. Wo sind die anderen Professoren? Ich seh's. Nicht, was euch nicht gehört. Unverschämt. Die Tore werden geschossen. Und Ringo. Ist noch einer da? War das jetzt eine Beleidigung? Geht's ja richtig zur Sache. Egal, wo man hingeht, überall wird man hier angegriffen. Professor, was denn hier? Die Mauer. Dort geht es weiter. Sehr aufmerksam, meine Junge. Es klappt. Weiter. Dankeschön. Sie hätten mich aber auch vorwarnen können, Professor. Lumos! Renrock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht. Wir können nur weitersuchen. Lumos! Halt, stopp, da war was. Ah, jetzt geht er hoch. Ach, das sind Powertränke. Ich denke, das war irgend so eine super tolle Zutat oder so. Hören Sie, noch mehr Kobolde. Ja, dann machen wir sie fertig, komm. Dass du mal. Komm, Ringo. Nicht besonders gut zurückzukommen. Damit kommst du nicht davon. Komm, Ringo. Soll mich das etwa treffen? Bombarda. Du wirst mich nicht aufhalten. Ringo. Der ist schon tot. Der ist noch nicht tot. Hallo. Bleib doch mal da, wo ich dich erschießen kann. Oh, Kleiner. Nicht so feige. Renrocks Armee? Nicht ganz.
Diese Tunnel haben uns bisher wenig Glück gebracht. Wir kommen näher, Professor. Da lang. Ja, da lang, genau. Aber ich muss vor... Oh. Boah, Professor, ganz ehrlich. Ich muss vorher was einsammeln, wollte ich eigentlich gesagt haben. Aber der lässt ja lieber hier die halbe Höhle explodieren. Kann ich das noch nehmen? Ja. Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. In meine Richtung! Wir werden schon fertig! Ha! Ha! Sie schaffen das! Ja! Was? Wir sind wieder mittendrin. Ihnen zeigen wir, wer das Sagen hat. Wir kommen genau rechtzeitig, Professor Hackett. Danke, Professor. Wir nehmen alle drei Hochbuben. Ich wollte sagen, das ist ja noch Kampf, was du nicht hast. Das ist falsch. Ich werde damit von euch. Damit kommst du nicht davon. Oh, fuck. Noch ein Troll. Die letzten beiden. Auf ihn! Wir sind froh, sie zu sehen. Na, Hallöchen. Aua, das hat wehgetan. Nein, nicht schon wieder. Ich hasse die.
Ist da! Schnell! Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt die Hüterin der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Ich will die Welt beherrschen. Nein, ich werde es natürlich hier lassen. Wir sind ja vernünftig. Wir sind ja ein Held und... Das steht manchmal meiner Neugierde sehr im Weg, aber wir müssen es natürlich hier lassen. Ich werde das Behältnis lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was ist, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Nur so lange, wie ich lebe. Also danach habe ich ein Problem. Es sollte ewig bewahrt werden. Es sollte vorerst bewahrt werden. Es sollte auf jeden Fall ewig bewahrt werden. Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch. Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber sie sind nicht allein. Ich helfe ihnen, so gut ich kann. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er war nie deins. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf... ETF! Was ist aus dem asthmatisch röchelnden Kobold geworden? Aha. Rüste dich mit gefundener, gekaufter oder? Keine Ahnung. Des Behältnisses. Deine klägliche Magie ist meine Geschmacksstimme.
Kann ich hier überhaupt an... Ich konnte es nicht lesen, es war zu schnell weg. Ach so, ah. Diese Spuren der Magie beschützen den Drachen irgendwie. Ich muss eine Bindung zu diesen Spuren der Magie brechen. Aber wieso geht das nicht? Ja, das versuche ich doch die ganze Zeit. Ja, B kann ich auch nicht drücken dabei. Das Problem ist, dass das ja anscheinend überhaupt nicht zu bringen. Ah. Okay. Also, Depulso. Mit Depulso geht's. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich mich heilen kann. Ich kann nicht heilen. So, nach unten. Okay. Wo ist denn hier ein Behältnis? Ja, genau, flieg rückwärts. Vielleicht finde ich dann eins. Ah, sehr schön. Boah, jetzt kann ich ernsthaft... Mensch, ich habe auch die falschen drin. Okay. Bin ich jetzt hier runter? Darf ich da runterspringen? Soll ich da runterspringen? Okay, anscheinend ja. Du entkommst mir nicht, Renrock. Oh Gott. Gib auf! Und ich gestatte dir einen schnellen Tod! Du kannst dich nicht verstecken, Renrock. Ich würde nur gerne, ich weiß, ich nehme jetzt hier gerade so ein bisschen was raus von der Geschwindigkeit, aber ich würde nur gerne gucken, haben wir irgendwas bekommen, weil da stand, meine ich, was wir ausrüsten können, dass wir gucken sollen, dass wir uns ausrüsten, aber wir haben nichts bekommen, was irgendwie besser ist, ne? Oh, ist das euer Ernst? Doch, der ist ein bisschen besser. Legen wir den an. Okay, das war der, zack. Der ist auch nicht besser. Und was ist hiermit? Auch nicht besser, na gut. Dann können wir nicht anders.
nimm bloß nicht das, wo ich drauf zielen will. Kein Thema. Nimm doch das Richtige. Was macht die denn? Die soll aufs Lilane treffen. Achso, die geht immer weg. Oder was? Ah, okay. Ja. So kann ich nicht machen. Das ist so nervig. Nein, du sollst das Ding anvisieren. Ja, geil. Genau, nimm's direkt weg, wenn ich da drauf schieße. Wieso, wie sieht die das nicht an? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung, warum sie es nicht amüsiert. Ich weiß es nicht. Ich habe doch nur die drei, die ich eben benutzt habe. Also ich habe nur die drei, die ich eben benutzt habe, aber alle kann ich jetzt plötzlich nicht mehr benutzen. Keine Ahnung. Revelio. Soll ich Revelio machen? Du sollst... Das auch nicht. Also das Gelbe ist Revelio. Was macht er jetzt? Das darf doch nicht sein! Du willst sterben! Spürst du sie, Renrock? Das ist das Ende, Renrock! Du kannst mich aufhalten! Contringo! Bombarda! Apotheke! Nein, du sollst das wechseln. Das haben wir aber eben nicht gehabt. Potato und Ringo.
Ich wollte mich nicht. Ah, Mann! Anders hin. Boah, wieso macht die das nicht einfach mal in dem Moment, wo sie es machen soll, statt eine Stunde später und gar nichts mehr zu machen? Du sollst die Dinge anvisieren, nicht ihn. Eben ging es mit Wingardium Leviosa, jetzt auf einmal wieder nicht mehr. Überhaupt nichts gegen den Drachen. Ja, mein Kampf hat leider sehr, sehr lange gedauert am Ende, weil es irgendwie alles viel zu schnell ging und ich musste ständig blocken und dann wieder ausweichen. Dann habe ich versucht, mit R1 war es, glaube ich,
die Sachen, die er dann so hochgeschleudert hat oder wie auch immer, wieder zurückzuwerfen, weil ich gedacht habe, vielleicht funktioniert das. Das hat dann auch ein, zweimal funktioniert, aber danach dann wieder nicht mehr funktioniert. Hier diese Blöcke, die jetzt gerade, diese ja, Lava-Dinger, die gerade auf mich zugeschossen kamen. Also, um es euch etwas einfacher zu machen, wenn ihr den Boss auch besiegen möchtet, ihr müsst immer, wenn eine lilane Kugel kommt, Impulso wirken. Wenn so eine leicht rötliche Kugel kommt, müsst ihr Confringo wirken. Und wenn eine gelbe Kugel kommt, müsst ihr Levioso wirken. Ja, und das war eigentlich auch schon alles. Es war für mich nur ein bisschen zu hastig und dann habe ich doch mal die falsche Taste gedrückt oder dann stand ich doch mal im falschen Ding drin und hatte auf einmal die falschen Zauber dabei oder musste wieder ausweichen in dem Moment, wo ich eigentlich drauf schießen wollte und so weiter. Deswegen kürze ich diesen Kampf jetzt hier ein ganz klein wenig ab. Und ja, ihr wisst ja jetzt, was ihr machen müsst und ihr habt ja auch schon gesehen, dass das immer das Gleiche ist. Es sind halt drei große Phasen, in denen ihr immer wieder diese drei Zauber benutzen müsst gegen lila, gelbe und rötliche Kugeln. Und ja, ihr müsst natürlich auch ausweichen zwischendurch, was dann in der letzten Phase, wie gesagt, sehr heftig war. Also sobald man gestanden hat und eigentlich wieder was drücken wollte, konnte man gar nicht überlegen oder konnte man gar nicht drücken, weil da musste man wieder irgendwas abblocken und das war halt das, was so lange gedauert hat. Als der Kampf dann in die wirklich allerletzte Phase gegangen ist, wie man sieht, hatte ich da leichte Probleme. Da gab es dann nur noch diese eine Kugel, die über dem Boss drüber hing und die habe ich einfach nicht getroffen, obwohl ich teilweise die richtigen Zauber benutzt habe. Aber ich habe sie halt nicht getroffen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum sie einfach nicht anvisiert hat. Keine Ahnung. Aber zum Glück hat sie es beim etlichsten Versuch dann doch nochmal gemacht. Na, endlich trifft sie mal, ey. War das jetzt eine schwere Geburt? Thank you.
Professor Eleazar Fick. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fick verkörperte das Beste von uns allen. Er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fick? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rockwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen. Und so war es auch. Aber das ist es nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rockwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rockwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rockwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rockwood in der Nacht von Annes Fluch dort. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, naja, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rockwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Gratulation! Du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahrs erreicht. Deine ZAG ist nahen und es ist Zeit, deinen Fortschritt in dein Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe alle noch offenen Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch.
Ja. Ich dachte, jetzt kriegen wir noch so einen Hauspokal oder sowas, aber anscheinend nicht. Mal eben hören, ob jetzt noch irgendein Auftrag kommt. Also, scheint aber nicht so. Ja, Moment. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir in der großen Halle erzählt hast. Ich würde gerne mit dir sprechen. Komm so schnell wie möglich in die Krypta. Okay, also mit Sebastian scheint es auch nochmal weiterzugehen. Ja, ich werde jetzt nicht lange reden, weil die Aufnahme ist fast eine Stunde geworden, weil sie irgendwie nicht darauf gezielt hat, wo sie drauf zielen sollte. Ich habe immer versucht, auf diese Kugel zu schießen. Ich habe es auch verstanden, man muss einen speziellen Angriff nehmen für eine spezielle Farbe. Das war auch soweit alles okay. Wobei am Ende alles etwas schnell kam, weil er so schnell angegriffen hat, dass ich gar nicht so richtig wechseln konnte und dann immer wieder gleich ausweichen musste. Das war auch ein bisschen problematisch. Ich würde sagen, da die Story hiermit quasi in Anführungszeichen erstmal beendet ist, werde ich schauen, dass ich hier erstmal, also jetzt natürlich einen Cut mache, dass das vorerst meine letzte Folge ist. Ich gucke, dass ich zwischendurch immer mal wieder noch eine Folge aufnehme, aber ich werde es nicht mehr so regelmäßig machen, dass ich jeden Tag aufnehme. Ich muss auch zugeben, dafür habe ich im Moment auch einfach zu viele Let's Plays noch. Ich hoffe inständig, dass sie das Problem mit dem Porten ganz schnell in den Griff kriegen. Ich befürchte allerdings, dass es entweder noch sehr lange dauern wird oder dass sie sich überhaupt gar nicht drum kümmern, so nach dem Motto, es ist ja ein Kassenschlager gewesen, die Leute haben es ja alle gekauft, ist ja jetzt egal, ob sie jetzt vernünftig spielen können oder nicht. Man hat es ja jetzt auch an dem Ruckeln gesehen gerade, also beziehungsweise in dieser Folge. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Also wie gesagt, mein PC an sich langweilt sich ein bisschen, egal welches Spiel er spielt. Das Einzige, was ist, ist schon mal, dass der Wasserkühler ein bisschen hochgeht. Das ist das Geräusch, was ihr vielleicht hin und wieder im Hintergrund gehört habt. Aber ich habe die Werte auch im Blick. Also da ist es nie irgendwie gewesen, dass das jetzt besonders hoch gestiegen ist oder ähnliches. Also das war auf jeden Fall immer sehr, sehr gut im Rahmen. Und das trotz, dass ich überall die höchsten Auflösungen eingestellt habe. Ja, aber sie kriegen es einfach nicht hin, dass das Spiel mit dem Porten normal läuft. Das heißt, ich werde dann hin und wieder auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen. Ich werde auf jeden Fall auch die kommenden Tage oder allerspätestens nach Ostern, je nachdem, wie ich da noch Zeit habe, werde ich auf jeden Fall auch noch das mit Sebastian machen und mit den beiden Mädels. Die müssen wir auch noch weiterspielen. Ja, und irgendwann auch definitiv die Nebenquests. Aber ich werde es halt, wie gesagt, nicht mehr so machen, dass ich das jeden Tag mache, weil die Hauptstory ist jetzt vorbei. Und ich hätte es schon sehr, sehr gerne, dass ich dann auch porten kann und nicht ja in 98% der Fälle ungefähr jedes Mal rausfliege, wenn ich denn woanders hinporte. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz großartig fürs Zuschauen. Das war jetzt ein toller Satz, ich weiß. Und wie gesagt, es kommen noch ein paar Folgen. Also ich verabschiede mich nicht von diesem Let's Play. Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.